Servus Leute. Moin, moin. Moin, moin. Heute wieder mit Kaiser Franz. Ne? So, sie fährt heute zum ersten Mal einen Flugzeugträger. Und zwar die Hossel. Und hier weiß noch gar nicht, wie man überhaupt irgendwas macht. Denn das ist jetzt die erste Runde damit. Und ja, ich werde mal so tun. Oh, Dreizack. Oh, die Karte ist so schön. Nee, du hast gerade gefragt, wie man die Flugzeuge startet. Ja. Alt und F4. Wie? Was? Was? Alt und 4? Alt und F4. F4? Ja, es gibt welche, die sagen, ja, dann... Das ist so weit auseinander, das kann man doch gar nicht. Dann ist es vielleicht gelogen. Boah, wieso lügst du? Ich brauche einen guten Rat. Nee, pass auf, du kannst mit den Nummerntasten 2, 3, 4, kannst du die Geschwader durchgehen. Und immer wenn du eins ausgewählt hast, drückst du F, dadurch starten sie. Und wenn du nochmal F drückst, würden sie wieder zurückkehren. Ach so. So, sie kehren aber ohnehin automatisch zurück, wenn die ihre, ich sag mal, Ladung verbraucht haben. So, also selbst die Jäger, wenn sie überleben, kehren automatisch zurück, wenn die ihre Munition verbraucht haben. So, und ich würde natürlich so starten, du startest erstmal alle und schickst sie noch nirgendwo hin. Wie schicke ich denn irgendwo hin? Warte mal, du siehst jetzt die Karte von oben, ne? Ich sehe jetzt noch keine Karte, ich bin ja noch im... Ne? Soll ich dich mal beschießen so ein bisschen? Ne, ich bin ja noch nicht da. Stimmt, ich sehe dich bin echt. Ich da. Ja, jetzt sehe ich dich. Das ist ja komisch. Was ist das denn? So, du bewegst dich über die Karte, indem du die Maus hin und her, ne, bewegst. Ohne irgendwas zu drücken. Der bewegt sich. Ach so, ja, ich muss hier Gas geben. Oh, ist das kompliziert. Wieso sieht man das Schiff von oben? Ist immer so. Kannst auch ein bisschen raus und rein scrollen, aber... Oh je. Okay. So, starte deine Flugzeuge. 2F, 3F, 4F. 2F, 3F, 4F. Wir sind so gestartet. Jetzt siehst du auf der Karte, da ist schon ein gegnerischer Jagdgeschwader. Siehst du das? Das rote. Ja. Noch eins. Da würde ich versuchen, nicht hinzugehen. So, dann wechselst du wieder auf 2. Du musst die alle einzeln anwählen. Wenn du ein Schiff siehst, ich mach's einfacher für dich. Wenn du ein Schiff siehst, klickst du mit links auf das Schiff. Dann fliegt das jeweilige Geschwader dorthin. Scheiße, was geht hier ab? Ich bin jetzt echt ein bisschen, Ja, das macht dich kaputt. Toll. Scheiße. Guck mal, jetzt siehst du auf der Karte ein... Da ist gerade ein Jäger von uns, also ein Jagdgeschwader von uns, im Clinch mit einem anderen Jäger. Du kannst auch, also Jäger kannst du nur auf andere Flugzeuge schicken, ne? Brauchst du nicht zu Schiffen hinschicken, bringt überhaupt nichts. Oh nee, ich kann das Schiff nicht steuern. Das ist genauso, nur halt von oben. So, guck mal auf die Karte, ich habe da was entdeckt, bei C ist eine Miyogi. Alter, es ist scheiße. Bei wo? Bei C? C müsste eine Miyogi sein, ich sehe die ja schon. Ja, und was mache ich? Oh, nee, ich? Da klickst du jetzt mit rechts auf die Karte, dann gehst du sofort dahin. So, und jetzt kannst du mit 3 und 4 mit links dorthin schicken. Du klickst auf das Schiff, dann fliegen die dorthin, automatisch. Ja. Da müssen auch so Zeichen kommen wie Bomber oder Torpedo oder irgendwie sowas, ne? Ja, und da ist jetzt so, oh Gott, da ist eine Insel. Oh! So, und die zwei, diese Jagdflugzeuge, die versuchst du immer in der Nähe zu behalten, aber lass die nicht so lange in der Luft, wo andere Schiffe sind, weil sonst schießt die Flak die ab. Aber du kannst damit zum Beispiel gegnerische, auch Torpedo-Bombergeschwader und so wegschießen, ne? So, jetzt sehe ich schon was hinfliegen da von dir. Scheiße, ich weiß nicht, was ich mache. Ey, schick mal die anderen auch los. Ja, ich weiß nicht wie. Ich bin, irgendwie bin ich echt, jetzt... Oh mein Gott. ...überfordert. Komm. Drück auf das andere Geschwader, 4 oder was das ist. Und schick die da hin. Wie viel Geschwader hast du denn? Ach so, ja. 3. Und auch dahin?
Ja, auf das jetzt Ziel. Jetzt einfach wieder auf das... Hä? Auf das Schiff klicken, ne? Ja, mit links. Da habe ich jetzt. Mit dem einen. Wenn ich das nochmal anklicke, dann verschwindet diese Linie. Ich sehe mein Schiff nicht. Wieso okay. Mal lieber wegfahren hier? Das ist kompliziert, echt. Es ist kompliziert. Wenn ich das eine anklicke, dann... Oh. Die Linie verschwindet, weil du doch ein anderes Geschwader angevisiert hattest, scheiße. Man sollte aber versuchen, dass die am besten hintereinander losfliegen, also so, dass sie immer relativ dicht dann ihr Zeug ablegen, ne? Mhm. Nee. Und vergiss nicht auch die Jäger irgendwie zu benutzen, ne? Die Jäger. Die zwei. Die Jäger. Da steht auch immer, wenn du mit der Maus drüber gehst, würde auch dort stehen, was das ist. Die Jäger, die sind noch bei dem Schiff. Muss ja gar nicht so schnell fahren, ne? Nee, aber du musst aufpassen, dass du nicht ins Kartenende fährst. Ja, okay. Aber mit den Flugzeugen ist es echt kompliziert. Ich weiß ja gar nicht, wo die sind. Ja, lach nicht. Du siehst sie doch auf der Karte. Ja, da sind viele. Und manchmal kann es sein, dass ein Ziel, welches du ausgeschaut hast, dass das schon vorher zerstört wurde. Dann ist da so ein Ausrufezeichen. Das heißt, die warten darauf, dass du die irgendwo anders hinschickst. Und dann musst du die woanders hinschicken. Wo ist der Ausrufezeichen? Manchmal, du musst schon zuhören, was ich sage. Ich habe gesagt, manchmal kann es passieren, dass das Ziel, welches du ausgewählt hast, schon zerstört wurde. Und dann musst du die Jäger, weil die dann auf irgendwas warten, musst du die woanders hinschicken. Also wenn ich die hinschicke, dann klicke ich die an und dann das Ziel, oder wie? Du kannst auch einfach die 2, oder zum Beispiel auf die 3, dann mit links in die Karte hin, wo die hin sollen. Und dann wählst du dein Ziel dort aus, welches du gerade siehst, und klickst mit links rauf, ja. Mhm. Also mit rechts hinwählen und mit links dann raufklicken. Mhm. So, zum Beispiel wird jetzt sagen, bei dir in der Nähe wird einer verfolgt. Da ist ein Jagdflugzeug. Der andere, das Geschwader von dem anderen Kollegen. Ja. Und da kommen Flugzeuge. Schick mal deine Jäger dahin. Auf die. Da musst du, da klickst du hin und dann siehst du die Flugzeuge in der Luft fliegen und dann klickst du auf das jeweilige Geschwader. Ich erkläre dir später noch mehr dazu. Ja, besser, weil das ist mir jetzt zu hoch. Nicht. Ah. Und versuch zuerst die Jäger. Die gegnerischen Jäger. Ich klicke die an und dann klicke ich das Ziel. Ja? Ja. Du kannst sie auch mit den Tasten ja auswählen. Ah. Da sind die Jäger. Und da kommen jetzt auch... Oder du gehst jetzt... Ja, du musst halt immer ein bisschen schneller reagieren. So. Oh, ich muss mal mein Schiff messen. So, jetzt sind über mir welche hier. Aber ich glaube, die... Ich weiß ja nicht, wo du bist. Das ist schon zu viel. Verlangt. Kümmer dich einfach um dich selber da, sonst... Ich muss mal alles. Ich werde beschossen. Das ist natürlich scheiße. Jetzt fliegen die irgendwie, ne? Kann ich gerade jetzt nicht so gucken, weil ich hier beschäftigt bin. Nein, guck nicht, ich rede mit mir selber. Sorry, aber ich muss mit mir selber reden.
jetzt hinter mir, wenn du siehst ja, wo ich bin, da siehst du was Rotes, das sind gegnerische Jagdflugzeuge. Die könntest du ja zum Beispiel mit deinen Jägern angreifen. Mhm. Und versuch nie deine Flugzeuge irgendwo hinzuschicken, wo viele andere Schiffe sind, die Flak wird die einfach zerschießen, ne? Ach so. Das ist einfach zu viel Flak, hält ja gar keiner aus dann, ne? Mhm. Ich sehe den. Ich muss aber auch auf das Schiff achten, ne? Das musst du nebenbei auch noch, ja. Das sollte ich. Oh, das ist echt kompliziert. Wieso habe ich jetzt dieses Ausrufezeichen bei diesen Torpedobombern? Dein Ziel ist nicht da, wäre ein anderes Ziel. Die warten auch darauf, dass du den Befehl gibst. Okay. Und so ist es auch, wenn du zum Beispiel auf Zerstörer schickst. Mhm. Und der sich einnebelt. Dann kreisen die über den. Das ist halt blöd. Die kreisen so lange über den, bis sie ihn wieder sehen. Hast du keine Jäger mehr, oder? Doch. Ich glaube, ich habe die jetzt weggeschickt, oder? Nein. Versenkt. So, was haben wir hier noch? Da vorne ist noch einer. Mach dich doch alle fertig. Die Schiffe. Was ist? Wann weiß ich, wann ich die nächsten starten kann? Das siehst du doch unten in der Leiste, wenn die fertig sind. Ach so. Die kommen dann irgendwann, müssen natürlich auch erstmal zurückkommen. Und dann siehst du, wie so Pfeile ungefähr, wie dass sie gerade landen. Mhm. Ja. Und du kannst deine Jäger, falls ich, kannst du auch durch die, also an Punkte schicken, wo du eventuell aufdecken willst. Die decken ja auch auf, ne? Mhm. So, falls du gerade mal ein Schiff suchst. Ich hab irgendwo habe ich diesen Flugzeugträger gesehen. Wieso kommt der zurück? Wo ist mein Schiff überhaupt? Ich sehe auch einen Flugzeugträger. Also ich sehe zwei. Einer ist direkt vor mir. Siehst du die? Ich habe die aufgedeckt eigentlich. Aha, und jetzt kann ich was? Was schicke ich dahin? Ja, alles außer die Jäger. Die Jäger brauchst du dort nicht. Okay. Du kannst versuchen, mit den Jägern die Flugzeuge von denen abzuschießen. Am besten vielleicht deren Jäger erstmal. Wo hat der die Jäger? Hier können. Ein Widerschiff verloren, wo ist das? Ja. Das Steuern ist ganz anders. Ja, ist ja auch andere Sichtweise. Ja. Ist echt komisch. Verrecke, Mann, verrecke! Ruckelt das hier gerade bei mir. Ein bisschen arg. Siehst du, jetzt habe ich hier seine Torpedo-Flugzeuge hier. Mhm.
Und der andere Flugzeug. Ja, ich habe versenkt. Wir haben gewonnen. Wir sind gut. Team. Das ist aber echt ätzend. Ja, da muss man echt üben. Also gerade, ich glaube, am Anfang. Gut, ich sag mal so, ich wusste schon mehr oder weniger, wie man es macht, weil ich das auch Steel Ocean kannte. Weil da habe ich nämlich als allererstes überhaupt einen Flugzeugträger gehabt, ne? Und hier ist es ähnlich, sag ich mal, also ähnlich, ne? Dadurch wusste ich schon mehr oder weniger, was ich machen muss, ne? Gut, wie auch immer, würde ich sagen, wir fahren noch ein paar Runden, oder? Ja, Ja, danke erstmal fürs Zuschauen, das war unterhaltsam. ja, Ja, spannend. viel Spaß noch beim Zocken. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, mir würde es helfen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss sagen, Herr Kaiser und Frau Franz. Tschüss Tschö. mit Ö. Und Tschö. üben, ne? Tschüssikowski. Jose, ne?